Wittstock, eine der schönsten Kleinstädte im Norden Deutschlands, mit spannender Geschichte und einer bezaubernden Rosenkönigin. Im Jahre 946 wurde die Stadt in der Stiftungsurkunde für das Bistum Havelberg erstmals erwähnt. Schon von weitem grüßt der Turm von St. Marien die Gäste. Von der Aussichtsplattform des Turmes, der Kirche, hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt und die Umgebung. Nach einem gemütlichen Bummel durch die Altstadt gelangen wir zum Amtshof, dem ehemaligen Bischofssitz. Hier, an der Stadtmauer, finden viele Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel das Schwedenspektakel. Es erinnert an eine Schlacht bei Wittstock im Dreißigjährigen Krieg im Jahre 1636. Im Museum des Dreißigjährigen Krieges, das sich im Amtsturm befindet, kann der Geschichtshintergrund mit Geräuschkulisse und aufwendig inszenierten Dioramen nachempfunden werden. Sie ist einmalig in Deutschland und wirklich sehenswert, die 2,5 Kilometer lange Wittstocker Stadtmauer, die die gesamte Altstadt umschließt. Das Gröpertor ist das letzte von ursprünglich 3 Stadttoren, das noch erhalten ist. Über 400 Jahre Geschichte kann eines der ältesten Häuser Wittstocks, die Adlerapotheke, erzählen. Der Schwedenstein erinnert an die Schlacht bei Wittstock 1636 im Dreißigjährigen Krieg. Dieses Fachwerkhaus in der Königsstraße 33 ist mehr als 300 Jahre alt. Lohnenswert ist ein Abstecher zur Daberburg, 3 Kilometer nördlich der Stadt gelegen. Sie ist das letzte erhaltene Außenwerk einer mittelalterlichen Befestigung in Richtung Mecklenburg. Ein Spaziergang in der Wittstocker Heide ist immer ein Erlebnis. Man kann sich in die Lüfte ziehen lassen, beim Sportschießen beteiligen oder nur die Natur genießen. Eine Oase zum Entspannen. Der Dosseteich. Wittstock besitzt Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt. Die Schwimmhalle mit Sauna und eine moderne Bowlinganlage. Regelmäßig gibt es kulturelle Veranstaltungen in der neu gebauten Stadthalle. Kultur wird in Wittstock generell ganz groß geschrieben. Ob das Orchesterfestival auf dem Marktplatz, der Abendspaziergang, das Schwedenspektakel oder viele Konzerte auf dem Amtshof. Informationen zu Wittstock, zu Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung und Übernachtungsangebote bekommen Sie in der Touristinformation am Bleichwall.